Herzlich willkommen. Wir werden mal einen Blick auf die kleineren neuen Features von Oracle Apex 18.1 werfen. Ich habe mich immer noch nicht mit dem neuen Namensscheme angefreundet. Für mich ist das immer noch 5.2. Und hier und da auf den Folien wird euch das mit Sicherheit auch noch mal begegnen. Ich habe mich jetzt schon seit ein paar Jahren so darauf spezialisiert, mir die kleineren New Features von jedem Release anzuschauen. Dann gehe ich normalerweise auf das Early Adopter. Mittlerweile ist ja schon apex.oracle.com auch schon gepatcht. Also lange kann es nicht mehr dauern. Dann gucke ich natürlich die Liste der neuen Features mir an. Es gibt dann dazu meist auch so eine Beta-Dokumentation und dort insbesondere auch dann die API-Referenz. Dann gehe ich noch mal einen Schritt weiter und berechne tatsächlich ein Delta auf dem Data Dictionary bis runter auf die Ebene von Funktionsparametern. Hat jetzt diese Function irgendwie einen neuen Parameter? Was bedeutet der? Und dann spreche ich halt mit dem Team, um da noch ein paar Hintergrundinformationen zu finden. Das ist dann so die Data Dictionary PLSQL-Seite. Es tut sich mittlerweile ja dann auch sehr viel mehr auf dem JavaScript-Bereich. Und wenn wir gerade in so einer gehosteten Instanz die Seite laufen lassen, finden wir so eine Referenz auf die Desktop-min.js-Datei. Alle JavaScript-Module zusammenkopiert, geminified, kann man nicht richtig viel mit anfangen. Lasse ich die Seite jedoch im Debug-Modus laufen und render sie erneut, sehe ich die Referenzen auf die originalen unkomprimierten Source-Code-Files und das gibt mir dann schon deutlich mehr Infos. Die Sample-Application und die Folien werden natürlich über die DOAG dann auch zur Verfügung gestellt, können auch hier auf dietmar.com heruntergeladen werden. Der größte Wechsel in der Architektur, der hat im Grunde von 5.0 auf 5.1 stattgefunden, wo ein JSON-Processing eingebaut wurde. Das heißt, die Apex-Seite ist jetzt repräsentiert als JSON-Objekt und dadurch gibt es halt sehr viel mehr Möglichkeiten. Wir haben nicht mehr das Limit von 200 Items per Page, sondern beliebig viele. Und wir haben noch Unterstützung für das Interactive Grid. Die ganze Verarbeitung wurde umgestellt. In 5.2 gibt es im Grunde nur für manuelle Ajax-Aufrufe zusätzliche Parameter, X11 bis X20. Das heißt, wenn ich manuell mit Apex Server Process arbeite, kann ich natürlich Page-Items submitten, in Session-State setzen. Gleichzeitig können aber auch ein paar flüchtige Variablen gesetzt werden, die den Session-State halt nicht verändern. Auf der Serverseite greife ich dann mit Apex Application GX Arrays darauf zu. Und da haben wir jetzt einfach ein paar mehr Parameter. Spotlight Search werden die meisten, die einen Mac haben, kennen und lieben. Volltextsuche auf dem gesamten System. Plus, ich kann alle Applikationen starten direkt aus dieser einen Suchbox heraus. Das haben Sie analog jetzt auch auf Apex adaptiert. Das heißt, ich kann im Workspace suchen, auch in den SQL Workshop wechseln, auf eine bestimmte Seite und so weiter. Und das Ganze ist halt kontextabhängig. Das heißt, ich habe andere Möglichkeiten, wenn ich mich im SQL Workshop befinde oder im Application Builder oder auf einer ganz konkreten Seite. Wenn ich oben auf dieses Suchsymbol klicke, geht die Suchseite auf und ich kann anfangen zu tippen und dann verändert er halt die Ergebnisse, die ich sehe. Der findet das zum Beispiel im Applikationsnamen oder im Seitennamen findet er es auch. Da ich einen numerischen Wert eingegeben habe, kann ich auch direkt die Seite 2 bearbeiten und dahin springen. Im Kontext einer Seite unterstützt der Page Designer dann natürlich, dass ich das Page-Item dann auch direkt sehe und ich kann auch direkt integriert die Seite, die Page-Search mit starten. Also das haben die insgesamt sehr gut mit integriert. Den eigentlichen Punkt, den ich hier machen will, ist, das Ganze kann man auch über einen Shortcut-Key aktivieren. Auf dem englischen Layout ist das das Apostroph. Bei uns passt das aber nicht, deswegen Layout umschalten und den richtigen Key finden, dann funktioniert das halt auch in anderen Sprachen. Also bei uns ist es Control-E. Der Compatibility Mode war eingeführt in
Apex 4.1 und gibt dem Apex-Team die Möglichkeit, eine Balance zu finden zwischen: Ich baue neue Dinge in die Engine ein, ich erhöhe die Security, ich baue zusätzliche Checks ein und ich raise Exceptions, wenn irgendetwas nicht passt. Das ist natürlich schlecht für Applikationen, die vorher funktioniert haben und auf der neuen Engine funktionieren die nicht mehr. Deswegen gibt es den Compatibility Mode. Wenn ich eine neue Applikation anlege, ist die immer auf dem höchsten Compatibility Mode. Wenn ich eine upgrade, bleibt der Mode so, wie er war. Das heißt, wenn ich dann die neuen Funktionalitäten der Engine nutzen will, mache ich einen Regressionstest und gehe da geordnet einmal durch. Aber im Grundzustand bleibt es unverändert. Die gute Nachricht hier für Apex 5.2 brauchen wir diesmal nichts zu berücksichtigen. Das Feature gibt es zwar schon eine Weile, fand ich aber so sinnvoll, dass ich es trotzdem noch mit aufgenommen habe. In einem Workspace können wir natürlich multiple Schemata zuweisen. Und hier über die Einstellung der Präferenzen können wir ein Default-Schema setzen. Das spielt insbesondere an zwei Stellen einen wesentlichen, hat da den wesentlichen Impact. Einmal im SQL Workshop, da sehen wir ja oben rechts die Liste der zugeordneten Schemata, können eins auswählen und dort wird das Kommando dann ausgeführt. Viel spannender ist die Geschichte, wenn ich eine Package Application installiere, weil die Auswahl hier nicht möglich ist. Das heißt, der nimmt immer das Default-Schema oder welches zuerst im Workspace zugeordnet wurde. Und ich habe dann, um das zu verändern, musste ich tatsächlich den Workspace löschen, neu installieren und diesmal in der anderen Reihenfolge die Schemata angeben. Und das ist auf die Art doch irgendwie einfacher. Wenn wir die Applikation starten, im Universal Theme, ist ja zu Beginn die Seite relativ breit, das Navigationsmenü ist expandiert. Ich kann es aber auch so starten, dass es kollabiert gestartet wird. Dafür gibt es einen Schalter in den User Interface Details und damit kann ich das halt verändern. Ja, der neue Footer, richtig cool. Wir lieben Apex, wenn ich mit der Maus drüber gehe, dann pulsiert das, das leuchtet rot, toll. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir einem Kunden begegnen sollten, der das nicht ganz so schätzt, wäre es doch gut, wenn wir das halt dann auch wieder abschalten könnten. Und auch da gibt es halt einen Switch in den User Interface Details. Wir haben ein neues Authentication Scheme, Social Sign-In. Das erlaubt uns, unterschiedliche Authentication Provider zu verwenden. OpenID Connect, Generic OAuth 2, Google und Facebook. Für diese Präsentation sehen wir uns jetzt einmal an, wie wir die Google Authentication tatsächlich nutzen können. Es ist wichtig, dass Sie den Flow über OAuth 2 verstehen und nachvollziehen können, um zu sehen, okay, welche Tokens werden wie generiert, wie lange sind die gültig, wie läuft das ganze Spiel eigentlich ab. Apex versteckt das sehr gut für uns hinter den Kulissen, dennoch ist es gut, ein Verständnis davon zu haben. Die einzelnen Schritte, um jetzt mit Google zu integrieren, zuerst müssen wir einen OAuth 2 Client registrieren, dann bekommen wir entsprechende Credentials, um den zu verwenden. Dafür legen wir eine Repräsentation in Apex an und die verwenden wir dann in unserem Authentication Scheme. Wenn wir den Client mit Google registrieren, sollten wir sicherstellen, dass wir den für OAuth Client ID anlegen für den Application Type Web Application. Wir bekommen dann Client ID und Client Secret generiert und hier müssen wir auch noch sicherstellen, dass der Callback zurück in unsere Instanz freigeschaltet ist, sodass Google nach der Authentifizierung auch erlaubt zu uns zurückspringen darf. Die Web-Credentials in Apex, da wähle ich den Authentication-Type OAuth 2. Basic geht auch, aber wir machen jetzt hier ja OAuth 2. Und dann tragen wir einfach nur die Client-ID und das Passwort ein. Danach legen wir ein Authentication-Scheme an und verwenden genau diesen Credential-Store, Authentication-Provider Google. Und dann geben wir eine Reihe von Scopes an,
zu denen Google uns noch weitere Attribute und Werte zu dem angemeldeten User zurückliefert. Und hier unten müssen wir dann angeben, welches dieser Attribute tatsächlich den Usernamen enthält, der dann letztlich in app_user enthalten sein wird. Hier gibt es noch ein paar Infos über die Scopes. Wenn wir die Schritte erledigt haben, sind wir im Grunde schon fertig. Damit ist jetzt das aktuelle Authentication Scheme Google und wir können uns anmelden und kommen in die Applikation. Manchmal möchten wir zur Laufzeit die Authentication Schemes auch wechseln. Wir sehen das bei vielen Applikationen im Web heutzutage, wo ich mich mit irgendeinem Social Media Login halt anmelden oder auch registrieren kann. Und das können wir jetzt auch mit Apex. Dazu switchen wir im ersten Step nochmal wieder zurück und machen Apex Workspace Credentials, das aktuelle Scheme. Und in dem von der Google Authentication aktivieren wir Switch in Session. Dann können wir auf der Login-Seite einfach einen Button anlegen, der ein Redirect macht und diesen speziellen Request verwendet, Apex Authentication, Name des Authentication Schemes, auf das ich wechseln will. Und das war's dann schon. Schauen wir uns das mal an. Ich melde mich hier jetzt einmal ganz normal an mit Username Passwort. Hier oben sehen wir Dietmar aus der Dopal Consulting. Ich gehe auf die Seite Authentication. Hier sehe ich im User-Info erstmal nichts. Und in den Apex Workspace Sessions sehe ich die Session-ID, Username und insbesondere hier Session Authentication Name ist leer. Dann wechsle ich von der Authentication auf Google. Jetzt kann ich hier oben, sehe ich, Dietmar aus der dopalconsulting.de switched. Der wurde also geändert. Ich erkläre gleich, wie und warum. Und hier in dem Bereich können wir jetzt weitere Attribute setzen, die wir im Post-Authentication-Händler gesetzt haben. ID-Token, expires in und hier unten haben wir nochmal weitere Informationen über meinen Google-Account. In den Apex Workspace Sessions sehen wir jetzt zusätzlich hier, dass wir auf das Authentication Scheme Google geswitcht haben. Der Vorgang ist also auch nachvollziehbar. Im Post-Authentication-Händler habe ich jetzt den Switch bezüglich des Namens gemacht. Also, ich schaue mir an, wie ist der aktuell authenticated User, Dietmar aus der Gmail.com, dann ändere den auf diesen Namen und setze ihn als gültigen für diese Session. Warum? Gerade wenn wir in unterschiedlichen Social Media Accounts uns damit anmelden dürfen, reden wir am Ende des Tages trotzdem immer noch von Dietmar aus, von einer ganz konkreten Person. Ich kann natürlich unterschiedlich benannte Logins in den Social Media Accounts haben und hiermit kann ich die harmonisieren. Sobald Apex den gesamten Login-Prozess durchgeführt hat und das JSON-Objekt von Google bekommen hat zur Authentifizierung, also nach der erfolgten Authentifizierung, kann ich auf diese Werte zugreifen. Apex macht im Default ein Parsing und speichert die Ergebnisse in den Default Array als Bestandteil von Apex JSON. Wenn ich den Namen kenne des Attributs, zum Beispiel ID-Token, kann ich direkt darauf zugreifen. Wenn ich den Namen nicht kenne, und das haben wir ja oben in der Textbox gesehen, ich bin dann einfach durchgeloopt über das Array Apex JSON G-Values, ist ein Associative Array, jetzt nicht Index by Integer, und dann kann ich durchgehen und mir alle Werte ausgeben lassen. Im Nachgang kann ich einen weiteren Web Service Request absetzen, zum Beispiel um weitere User-Informationen zu bekommen. Das Schöne ist, ich kann jetzt den Credential Store referenzieren, der auch im Login-Prozess verwendet wurde.
Apex hat sich dann nämlich schon die Session Tokens gemerkt, sodass ich mir die nicht speichern muss und jetzt wieder mitgeben muss, damit ich eine gültige Session für meinen Request habe. Das wird über den Credential Store dann selbst gemacht. Und danach kann ich das Ergebnis nochmal parsen, weil ich wieder JSON zurückbekommen habe und wie vorhin darauf zugreifen. In fast jeder Applikation braucht man das Konzept von einem User-Rollen und einem User-Rollen-Mapping. Mit Apex 18.1 ist es jetzt so, Application Access Control kann als Bestandteil der Applikation genutzt werden. Zum einen ist das für uns bequem, weil wir dann diese Tabellen nicht mehr selbst anlegen müssen. Zum anderen wird es auch als Feature für Blueprint genutzt. Wenn man dann User Management, Berechtigungskonzept anklickt, dann wird das auf diese Art dann mit rausgeneriert. Im Application Access Control sehen wir dann oben die Liste aller Rollen und da macht es auch total viel Sinn, das zur Design Time zu verwenden. Also der Entwickler muss ja festlegen, welche Rollen es gibt und was diese Rollen in der Applikation dann auch an Funktionalität haben. Die werden hier hinterlegt. Ich kann jetzt auch direkt User-Rollen-Assignments vergeben. Ich trage dann in einem Textfeld im Grunde den angemeldeten User ein und welche Rollen soll der bekommen. Diese Pflege von den User-Rollen-Mappings macht natürlich im Grunde viel mehr Sinn, wenn ich das als Bestandteil der Applikation verwende. Deswegen hier im Administrationsbereich haben wir ja Access Control. Und ich kann bei den Usern dann entsprechend die User verwalten. Das, was ganz interessant ist, ist im Grunde die Implementierung. Wir sehen hier die Data Dictionary View, Apex Application ACL Users. Und es wird einfach nur ein Row-Fetch gemacht. Beim Speichern ist das sogar ein ganz normales Insert-Update-Delete, so wie wir das kennen. Ich kann diese Verwaltung jedoch auch über eine API steuern. Mit Add User Role und Remove User Role. Hier sehen wir auch die zur Verfügung stehenden Data Dictionary Views, Application ACL Roles, die Rollen, die ich definiert habe für diese Applikation. Das sind die User, die aktuell verfügbar sind und das ist dann pro Rolle jeweils ein Mapping. Wenn ich hier über die API jetzt einen neuen User anlege, mit einer Rolle, kann ich ihn sehen in dem User Mapping, in der Userliste und ich sehe auch einen Eintrag in dem Mapping. Dann gibt es noch so eine Besonderheit, in den Security-Attributen muss ich definieren, was Rolle jetzt eigentlich bedeutet. Ich springe einmal kurz ein bisschen vor. Es macht im Grunde einen Unterschied, wenn ich eine Autorisierung festlege, denn dort gibt es diese vordefinierten Test, ist in Rolle oder Group oder nicht. Und das hängt davon ab, wie das Ganze interpretiert wird. Also ich kann sagen, das wird über Access Control User Role Assignments gemacht, dann ist das, was ich gerade gezeigt habe. Es kann aber auch vom Authentication Scheme abgeleitet werden und dann macht es wieder einen Unterschied, habe ich jetzt Database-Accounts verwendet, dann guck danach, gibt es eine Database-Rolle, die diesem User zugeordnet ist. Ich kann, wenn ich Real Application Security verwende, greift er auf die REST Dynamic Roles oder ich kann es über Code machen. Das ist insbesondere eine sehr spannende Geschichte. Ich kann über diesen Mechanismus ein LDAP-Verzeichnis anbinden und nach dem Login quasi mir nur alle Rollen des Benutzers geben lassen und die dynamisch aktivieren. Dann sind die Rollen verfügbar
Aber ich habe jetzt keine Tabelle, wo ich das irgendwie speichern soll. Also das ist eine sehr nahtlose Integration mit dem LDAP. Die Rollen werden beim Export mitgenommen, die User-Rollen-Mappings nicht. Und das ist gut so. Denn wenn wir eine Entwicklung, Abnahme, Produktion haben, haben wir meist unterschiedliche User mit unterschiedlichen Privilegien. Und beim erneuten Import wollen wir nicht, dass diese Settings überschrieben werden. Darüber hinaus haben wir meist sowieso noch unsere lokale User-Tabelle, die weitere Details zum User dann verwaltet. Wir haben die API und die entsprechenden Data Dictionary Views, die sogar ein Insert, Update, Delete unterstützen. In fast jeder Applikation haben wir das Konzept von einer Konfigurationstabelle oder in anderen Technologien meist Konfigurationsdateien. Da wir Datenbankjungs sind, nehmen wir natürlich eine Tabelle. Und Mädchen. Sorry. Da drin haben wir dann die umgebungsspezifischen Unterschiede. Ne? Andere E-Mail-Adresse, Anbindung an andere Server und so weiter. Das gibt es jetzt auch mit den Application Settings direkt eingebaut in Apex. Ich gebe dem halt einen Namen, hat einen Initialwert, kann ein Pflichtfeld sein oder auch nicht und hat auch eine Liste von gültigen Werten. Wenn ich diese Settings von der Entwicklung auf die Produktion übernehme, möchte ich bei manchen, dass die überschrieben werden, bei manchen aber nicht. Und das macht dieses on Upgrade Keep Values. Hier habe ich jetzt in der Data Dictionary View Apex Application Settings haben wir zwei Einträge, der Instanztyp und die Darstellung des Instanztyps. Und ich setze jetzt über diese API-Funktion, Apex Upsetting SetValue, kann ich die Parameter setzen. Und wenn ich das tue, wird das hier dann sofort reflektiert in dem Wert. Und zusätzlich sehen wir dann auch oben den Eintrag. Ich mache das ganz gerne, die Umgebung zu visualisieren, damit nicht die Anwender einen Abnahmetest machen, Daten anlegen, löschen und so weiter und plötzlich, ups, das war die Produktion. Das hatten wir auch schon. Und da ist es doch etwas hilfreich. Wenn ich jetzt versuche, hier einen Wert zu setzen, der nicht in der Liste der gültigen Werte ist, kriege ich einen Fehler. Und dafür habe ich jetzt keine manuelle Validierung programmiert, sondern Apex hat das eingebaut, dadurch, dass ich halt die Liste der gültigen Werte spezifiziere. Und ich glaube, das reicht dann schon für 80% der Fälle, wo man halt so eine Konfigurationstabelle dann verwendet hat. Und dann kann man das jetzt ganz einfach damit machen. Sehr oft haben wir die Anforderung, dass wir eine Mail rausschicken müssen an Benutzer, um ihn zu informieren, dass er jetzt ein Task-to-do hat. Die nächste Aufgabe, neuer Kunde, was auch immer, mit einem E-Mail-Link zurück in die Applikation. Und dafür schreiben wir dann den E-Mail-Text. Das können wir jetzt über Templates strukturiert über Apex machen. Wir geben den einen Namen, eher so ein Static Identifier, den wir nicht mehr ändern sollten, weil wir den halt referenzieren im Code. Können eine ganze Reihe von Variablen, also im Grunde die Variablen, die wir verwenden, definieren wir alle selbst. Hashtag-Syntax wird dann zur Laufzeit aufgelöst. Ein Template besteht aus dem Header, Body und Footer. Wir können uns auf das Markup stützen, was Apex uns bereitstellt, HTML und CSS, oder wir können das komplett ersetzen und unser eigenes Markup verwenden. Darüber hinaus ist es übliche gute Praxis, wenn man Mails versendet, dass man eine duale Repräsentation im reinen Textformat auch mitschickt, sodass der E-Mail-Client selber entscheiden kann, was kann ich überhaupt darstellen, was ist jetzt das bessere Format, zieh das eine oder das andere. Wenn wir dann so eine Mail verschicken wollen, referenzieren wir dann diese Static ID des Templates und wir generieren dann ein JSON-Objekt,
was alle Platzhalter enthält. Und damit können wir die Mail dann direkt verschicken. Manchmal brauchen wir auch einfach nur den Text und wollen nicht gleich die Mail rausschicken, so eine Art Preview-Funktionalität. Das können wir mit Apex Mail Prepare Template machen und bekommen dann zurückgeliefert ein HTML, CLOB und auch einen für den Text. Ich finde es ganz gut, dass das Markup von den Daten getrennt ist, ist einfach zu verwenden. Wir haben aber nicht die Möglichkeit, da komplexe Logik irgendwie reinzucoden. Das müssen wir dann ansonsten immer noch von Hand machen. Aber in sehr vielen Fällen ist das schon auf jeden Fall alles, was man braucht. Das Text mit Autocomplete wurde neu implementiert auf Basis von Oracle Jet. Text mit Autocomplete, ich fange in einem Textfeld an zu tippen, er bietet mir eine Liste an, ich kann einen Wert auswählen und übernehmen. Gab es schon in Apex 5.1, mit Apex 18.1 gibt es jetzt neu, dass wenn ich Lazy Loading haben kann, ich einen Cache aktivieren. Was ist Lazy Loading eigentlich? Das Autocomplete-Item funktioniert ja so, ich fange an zu tippen und ich sehe eine Liste von Einträgen. Während die Seite generiert wird, kann ich diese Liste, wird die normalerweise komplett generiert und mit in die Seite eingebaut. Bei 10, 100 oder 300 Einträgen ist das alles noch fein. Reden wir von einer Million Einträge, würden wir es lieber nicht machen wollen. Und da kommt Lazy Loading ins Spiel. Der generiert dann einfach nur die Seite. Fange ich an zu tippen, kommt ein neuer Ajax-Request und holt die Werte. Damit dort nicht bei jedem Tastendruck wieder so ein Ajax-Request auf meine 11 Millionen Datentabelle abläuft, kann man das Caching aktivieren. Dadurch werden deutlich weniger Requests abgeschickt. Auch ist es so, ich will jetzt nicht, wenn ich einen Charakter eingegeben habe, gleich, dass er losläuft, sondern erst, wenn er einen signifikanten Text hat, wie zum Beispiel 3 Zeichen. Wir haben klare Verbesserungen in der Barrierefreiheit über Oracle Jet, Lazy Loading mit Cache und diese minimale Anzahl der Search-Charakter. Der Rich Text Editor, wenn ich den in der Größe definiert hatte, war der halt immer so, wie er war. Und wenn ich ihn größer haben wollte, musste ich ihn größer definieren. Wenn ich die Region oder die Seite jetzt größer, kleiner gemacht habe, passiert halt nichts. Das haben sie jetzt auf Responsive umgestellt, dass es halt sich anpasst an die Größe der Region. Das Ganze, da es ein Plugin ist, kann es als Konfigurationsoption über die Component Settings verändert werden und standardmäßig ist es halt aktiviert für neue Applikationen, für Applikationen, die ich abgegradet habe, aber nicht aktiviert, immer mit dem Ansatz, dass die Applikationen möglichst unverändert sind, wenn ich ein Upgrade der Instanz durchführe. Deswegen bei neuen Applikationen auf jeden Fall reingehen und das Setting umsetzen. Früher oder später werden wir gefragt, ob wir nicht Zugriff auf unsere Daten auch über ein RESTful Interface bereitstellen können. Und das ist dann der Weg, das zu tun. RESTful Services als Bestandteil von Apex gibt es ja schon einige Jahre. Ich glaube, mit 4.2 wurde das dann integriert. Die Tabellen, um die Web-Services zu definieren, war Bestandteil des Apex-Schemas, ist es jetzt immer noch. Und die User, um den Request durchzuführen, sind Apex-Listener und Apex-REST-Public-User. Damit Orts RESTful-Services auch ohne Apex für alle Oracle-Anwender zur Verfügung stellen kann, wurde vor ein paar Jahren dann auch das Orts-Meta, also ein eigenes Repository mitgeliefert, Orts-Metadata. Der ausführende User der Requests ist dann Orts-Public-User. Und da geht momentan die Transition auch hin. Deswegen in dem SQL-Workshop ist es dann halt so, dass man beide noch sieht, die alten Daten stehen weiterhin zur Verfügung, read-only, und wir können sie migrieren in das Neue. Funktioniert alles noch wie bisher, aber ich kann es nicht mehr editieren, erst nachdem ich es migriert habe. Das sind jetzt die neuen Screens und es ist so, schon seit ein paar Jahren haben die halt alle neuen Features nur noch in das neue Repository mitverbaut. Das heißt, sobald wir ein Upgrade machen, haben wir out of the box gleich eine ganze Reihe neuer Funktionalitäten, wie zum Beispiel neue Resource Handlers, die
in der Lage sind, über die URL zu filtern, zu sortieren und auch noch andere Dinge zu tun. Wir können mit einem Procedure Call dann ein REST-Interface automatisch erstellen lassen für Tabellen, Views oder auch Packages, haben OAuth 2 Support und eine Dokumentation im OpenAPI 2.0 Format. Schauen wir uns mal an, dieses Default-Modul. Hier unten gibt es insbesondere den Generate Swagger Doc Button. Der beschreibt jetzt alle RESTful Services, die wir im Schema haben. Wenn ich mir das kopiere und auf Editor Swagger.io gehe, kann ich mir das im linken Bereich reinkopieren. Der konvertiert es automatisch nach YAML. Und dann haben wir eine Beschreibung unserer RESTful Services sogar in einem interaktiven Format. Das heißt, wir können die RESTful Services sogar von hier aus direkt starten. Und dann sehen wir die Ergebnisse. 200er Return Code. So. Das ist natürlich noch etwas manuell, diese Integration. Nichtsdestotrotz gibt es eine tiefere Integration, DuckGold, weil ich ja keinen Zugriff auf die interne Administration habe, hat mir da noch ein paar Screenshots bereitgestellt. Im Grunde ist es so, ich kann den Swagger UI Server runterladen, der ist Node.js basiert und bei mir lokal auf der Maschine installieren. Und dann kann ich in der internen Administration den Entry Point hinterlegen. Und dann wird beim nächsten Mal, wenn ich auf Generate Swagger Doc klicke, nochmal das Ganze durch diesen Service durchgerendert. Und dann habe ich automatisch diese interaktive HTML-Seite. QuickSQL gibt es ja jetzt schon seit 5.1 als Package Application. Ist jetzt mit 18.1 komplett nativ in den SQL Workshop integriert. Das liefert uns so eine Shorthand-Notation, so ähnlich wie Markdown, um Tabellen, Not-Null-Spalten, Datentypen, Foreign-Key-Constraints, Views, sogar die Generierung von Testdaten ermöglicht uns das. Das ist ganz nett für ein sehr schnelles Prototypen. Das ist jetzt integriert. Sample-Datasets erlauben uns auf die Schnelle Testdaten zu installieren. Zum Beispiel Project Data ist ein Master Detail Detail, also ein bisschen komplexeres Datenmodell, auf dem man Applikationen aufsetzen kann. Der Klassiker AMP Dept HR Data wird bei Oracle Education häufig für die Trainings verwendet und wir haben dann sogar eine Tabelle komplett denormalisiert, Upload eines Excel-Sheets. Man kann auch Applikationen von da aus dann für Schulungszwecke machen. Also zum einen sehr gut für Schulungen, zum anderen finde ich es auch sehr hilfreich, wenn wir jemanden irgendwie helfen wollen mit dem Troubleshooting und dann kann man sagen, okay, baue mal einen einfachen Testcase basierend auf den Sample-Data. Dann muss er mir das Datenmodell nicht geben und ich kann es direkt bei mir nachvollziehen. Package Applications. Bei jedem neuen Release ändert sich möglicherweise was oder es kommt eine neue hinzu. Und ich kann mich durch die 40 Applikationen durchklicken und sagen, installieren und so weiter, aber das ist halt nicht so viel Spaß. Deswegen gibt es das Package Apex PKG App Install. Damit kann ich Package Applications installieren, upgraden oder auch entfernen. Ist nicht offiziell supported, aber Oracle nutzt das in der Cloud, um dort die Deployments halt zu machen und ich finde das sehr hilfreich, in einem Rutsch dann die alle zu installieren. Kommt auch mit einer Data Dictionary View, sodass wir einfach erkennen können, das ist eine Sample und keine Productivity Application. Ja, sie ist installiert, nein, kann nicht upgraded werden, weil sie nicht mehr gelockt ist. Und die Application ID in meinem Workspace ist die 355 und die Repository Version kann ich auch sehen. Damit das Ganze über eine Apex-Applikation funktioniert, ich kann es auch nur rein mit
SQL Plus übers Backend machen, muss ich noch Modify Other Applications erlauben in den Security Settings. Ich habe das hier auch als Bestandteil der Package Application mit zur Verfügung gestellt. Jetzt kann ich hier zum Beispiel bei den Sample Apps filtern. Hier haben wir 5 installiert und hier kann man dann Sample oder Productivity Apps installieren oder entfernen. PSQL APIs. Wir haben ja schon gesehen, das User-Rollen-Management wird über Apex ACL mit unterstützt, haben dort die unterschiedlichen Funktionen. Ich finde besonders spannend, has user any roles. Normal machen wir eine Autorisierung, um eine bestimmte Funktionalität der Applikation abzusichern. Gerade wenn man jetzt mit Single Sign-On arbeitet, ist es ja so, wenn ich identifiziert bin als Dietmar Aust, heißt das noch lange nicht, dass ich die Admin-Applikation tatsächlich benutzen darf. Und dann mache ich halt üblicherweise so etwas, ich lege eine Autorisierung an, die prüft, ob der angemeldete Benutzer irgendeine Berechtigung in meiner Applikation hat und dann definiere ich das als Autorisierung auf Applikationsebene in den Security Settings. Damit ist sichergestellt, dass tatsächlich nur jemand, der auch eine Rolle in der Applikation hat, die Applikation aufrufen darf. Apex Upsetting haben wir schon gesehen. Apex Upbuilder API, das ist die API, die wir immer haben wollten, um selbst Applikationen zu erstellen, zu verändern und so weiter. Nicht offiziell supported, aber aktiv genutzt in Data Reporter, um zum Beispiel zusätzliche Seiten zu generieren mit interaktiven Berichten oder auch, ich weiß jetzt nicht, in ein, zwei anderen Applikationen, Package Apps, um solche Flex-Felder zum Beispiel zu verarbeiten. Das heißt, ich kann sagen, der Kunde hat 3 weitere Felder mit folgenden Datentypen und dann wird tatsächlich über die API werden neue Spalten in den Berichten dran generiert, die dann genau dazu passen und auch Dateneingabefelder. Und die beiden kamen jetzt in diesem Release mit dazu. Apex Application Install ist halt traditionell, erlaubt uns, einen Application Export File zu nehmen, auf der Kommandozeile eine Installation zu machen mit SQL Plus und währenddessen einige Parameter zu überschreiben, eine neue Applikations-ID zu geben, Parsing Schema zu verändern, den Alias, was auch immer. Und hier gibt es jetzt neue Funktionalitäten durch diese Remote Web Services, die wir aufrufen können und die zusätzlichen Parameter gibt es hier jetzt auch. Apex Collections, um die zu verwenden, haben wir immer so prüfen müssen, gibt es die Collection schon, wenn ja, machen Truncate, wenn nicht, machen Seed. Das können wir uns jetzt sparen, wenn wir Create Collection mit dem entsprechenden Parameter Truncate if exists verwenden. Diese beiden Packages, die sind eher low-level und dienen dem Apex-Team, die ganze OAuth 2 Authentifizierung zu unterstützen. Apex Exec erlaubt uns, direkt SQL auszuführen und Daten zurückzuliefern. Das ist insbesondere relevant für die Plugin-Entwickler und das ist auch, also früher gab es dieses Apex Plugin Util, gibt es ja immer noch, aber mit Apex Exec ist das der zukünftige Weg, die Daten zu ermitteln, je nachdem, was der User konfiguriert hat, remote oder lokal, und dann kann man beides damit hier gut umsetzen. Carsten Zarski hat auch einen guten Blogpost mit einem Beispiel, was das nochmal im Detail dann zeigt, wie man es zu verwenden hat. Wenn ich jetzt mit einem Function Call in der Datenbank das Export-File selber generieren will, hat man das früher mit den WWV Flow Utilities Export Application to CLOB gemacht. Jetzt gibt es das Apex Export Package und zum Beispiel mit Get Application unterstützt das auch alle Switches, die wir im GUI kennen. Apex Mail, klar, unterstützt jetzt die Templates. Apex Sessions erlaubt uns, existierende Sessions Attach und Detach zu machen,
zum Beispiel für Debugging. Wir können aber auch komplett eine neue Apex-Session jetzt im Rahmen von der SQL Plus-Session dann erstellen. Sinnvoll, wenn wir doch nochmal auch so ein Frontend-Testing übers Backend machen wollen. Da hatten einige Leute früher sehr getrickst, um das hinzukriegen, das ist jetzt nativ unterstützt. Aber auch wenn ich Apex Exec nutzen will, um Remote Data, Daten zu holen, dann brauche ich eine gültige Session, die kann ich damit erstellen. Apex Util erlaubt uns jetzt, also normalerweise haben wir ein Parsing-Schema fest eingestellt. Das können wir jetzt bei jeder Verwendung einer Datenbank-Session on the fly ändern. Wann ist das sinnvoll? Wenn wir zum Beispiel mandantenfähige Applikationen so umsetzen, dass wir eine Applikation haben, pro Mandant aber ein separates Datenbankschema mit identischen Strukturen, dann können wir zur Laufzeit einfach den User wechseln. Oder wir haben ein Schema, da drin sind die aktuellen Daten und ein identisches Schema mit historischen Daten. Dann macht es auch Sinn, so einen Switch durchzuführen. Und das Ganze wird im Grunde über die Security Settings gemacht. Da gibt es ja einen Initialisierungscode für eine Datenbank-Session. Das ist auch das, wo man üblicherweise den VPD-Kontext setzt. Da bin ich sogar selber drüber gestolpert. Wenn wir eine Mail verschicken mit einem Link zurück in die Applikation und wir wollen auf eine ganz normale Seite in der Applikation zurückspringen, brauchen wir Apex Util Prepare URL, um die entsprechenden Checksums zu berechnen. Der User klickt drauf, kommt wieder rein. Im Normalfall funktioniert das auch. Wenn ich jedoch dieses Prepare URL aus einer modalen Seite heraus aufrufe, dann wird es immer noch mal so ein JavaScript drumherum rendern. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn ich das in einer Mail verwenden will. Und dafür ist dieser Parameter Plain URL. So, ich habe noch zwei, drei Sachen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Die Apex Workspace Groups, die View existierte, wurde jetzt aber geändert. Wir haben ja die neuen applikationsspezifischen Gruppen und die sind auch mit aufgenommen. Deswegen gibt es dann hier die zwei zusätzlichen Spalten. Will ich immer noch die originalen Gruppen referenzieren, muss ich dann filtern, where Application ID is null. Mit diesem ganzen hier ein Request, da ein Request, dort ein Request, möchte ich natürlich dann schon auch wissen, was passiert denn jetzt eigentlich? Wie viele Requests werden abgesetzt? Wie lange dauern die? Gibt es Fehler? Wie viele Daten werden zurücktransportiert? Und dafür gibt es das Apex Web Service Log. Der Jason hat auch einen guten Blogpost darüber, wie man die Dauer konfigurieren kann, wie lange die Logs vorgehalten werden und noch ein paar andere Informationen. Das ist sehr nett. Normalerweise ist ja die linke Seite relativ dunkel gehalten und ich kann das jetzt ändern, indem ich den Navigation Style im Theme Roller anpasse. Patrick, zeigst du das nachher? Ist er da? Wir können ja, wenn wir eine Seite anlegen, einen Bericht erstellen, was auch immer, die üblichen Komponenten. Hier oben gibt es jetzt aber nochmal so einen Tab-Reiter und wenn wir dann auf Feature gehen, können wir auch im Nachhinein Features von Blueprint in eine existierende Applikation mit hinzufügen. Normalerweise ist ja Blueprint so, ich erstelle eine neue Applikation, wähle die ganzen Features aus und dann generiere ich. Und dann ist Schluss. Wenn ich neue Features brauche, muss ich eigentlich die Applikation wegschmeißen, neu generieren. Über diesen Mechanismus kann ich jedoch auch selbst von unseren alten, hochmigrierten Applikationen diese Funktionalitäten dann auch noch mit nutzen. Das war's. Ich bin zu Ende gekommen. Gibt es Fragen? Ja, dann haben wir's.